Hallo und Servus zu Wo was los ist. Tja, wer noch immer kein Faschingskostüm hat, der sollte sich jetzt besser ranhalten. Denn vor allem dieses Wochenende wird's bunt. Und das selbst für den Hund. Das Wo was los ist-Team hat für Sie die Hotspots der Faschingskultur in unserer Region recherchiert. Wo die Luzi abgeht, das erfahren Sie jetzt. Bei den Straubinger Hundefreunden können Sie Fasching mal auf ganz andere Art feiern. Auf dem Veranstaltungsplan stehen Hunderennen und Spaßparcours. An den Start gehen kann jedes Herrchen mit Hund. Eine gültige Impfung des Vierbeiners wird jedoch vorausgesetzt. Neben Urkunde und Belohnung der Sieger ist mit Krapfen, Kaffee und Kuchen auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Seebach lädt ebenfalls ein. Gefeiert wird ein Maskenball im Landgasthof Hotel Zwickel. Los geht es hier um 20 Uhr. Im Angebot Pilzpub und Cocktailbar. Für die besonders Partylustigen wird ein Heimfahrservice bereitgestellt. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Alle, die zu den Faschingsmuffeln gehören, können in Bayerisch Eisenstein an einer Glasbläservorführung teilnehmen. Dort besteht für jeden die Möglichkeit, den Glasbläsern über die Schultern zu schauen. Kinder ab 4 Jahren können das Gläserblasen sogar selbst mal ausprobieren. Unter dem Motto Stimmungswogen gibt's nur in Bogen feiert der größte Umzug Niederbayerns und der Oberpfalz. Die Veranstalter des 48. Faschingszuges rechnen auch in diesem Jahr mit Tausenden von Besuchern. Wer also auf Großveranstaltungen steht, der ist hier genau richtig. Um 13.30 Uhr beginnt der Umzug, für den eine Tonne Bonbons bereitstehen. Verschiedene Lokale bieten im Anschluss die Möglichkeit, den Abend bei einer von vielen Faschingspartys ausklingen zu lassen. Ein rundes Jubiläum hingegen hat der Faschingsmarkt in Landau an der Isar zu feiern. Das Original der niederbayerischen Faschingsmärkte feiert sein 40. Bestehen. Das Motto in diesem Jahr: bunte Märchenwelt. Pünktlich um 11.11 Uhr erfolgt die Eröffnung des Marktes auf dem Marienplatz. Stargast Chris Roberts wird dann gegen 14 Uhr seine Schlagerlieder zum Besten geben. Seine Gage sowie der Erlös des Faschingsmarktes kommen auch in diesem Jahr einem guten Zweck zugute. Da Rosa meine Lieblingsfarbe ist und Schweine die Lieblingstiere meiner Mutter sind, steht mein Kostüm jetzt. Auch Ihnen wünsche ich ein saugutes Wochenende. Servus und bis bald.